Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny. Yay, es geht weiter. Die letzten Folgen sind ja, glaube ich, jetzt schon eine Weile her. Weiß es gar nicht. Nee, gar nicht, stimmt gar nicht. Was sehe ich denn? Was ist denn hier? Da geht's weiter. Ich habe gesehen, dass hier noch eine Mission von der Hauptkampagne offen ist. Hier hinten. Kampagne. Die will ich mir mal anschauen und dann machen wir noch ein bisschen andere Sachen. Er kehrt wieder. Da ist er wieder. Meine Funktionen, Reinigung und Wartung. Kein Problem, dass die Rotlegion unsere Heimat zerstört. Das ist nicht gut. Ah, das ist sie. Okay. Ihr Hüter steht voll auf Symbole, oder? Warlocks, Titanen. Alter. Was geht mit dir gerade? Tschüss. Tschüss. Drücke um. Ich habe einen Clan-Banner. Nein, natürlich nicht. Nicht hier. Der Kampfstandard für deinen Clan, nice, okay. So, was haben wir hier? 243, 247. Wir haben so viele Hüter verloren. Wir werden die Gefahren für diesen Vorgang aufnehmen. Details. Clan-Perks, Clan-Spang. Spuck aus, warum du hier bist. Okay. Ich weiß. Ich habe doch gar keinen Clan. Habe ich einen Clan? Ach stimmt, ich bin ja jetzt in dem Clan. Hab ganz vergessen. Ich wusste gar nicht, dass ich da schon drin bin. Ich kann ihn am Rande meines Geistes erahnen. Bin jetzt im Gamer 7. Aber warum? Clan. Das ist schöner. Bräuchte mal ordentliche Schuhe. Flieg nicht zu weit Impulsgewehr. Weg. Wir wollen schließlich nicht, dass ein schießmütiger Hüter dich aufs Korn nimmt. Es gilt, Schlachten zu bestreiten. Das kann warten. Okay, da ist ja noch was zu sehen. Da unten, okay. Sprich mit mir. Ich hätte nie geglaubt, dass der Reisende erwacht. Wenn das ein Test des Reisenden war, dann habe ich versagt. Falsch zu liegen ist etwas Neues für mich. Doch ich erkenne, dass die Mysterien des Universums größer sind, als ich je geträumt habe. Im Lichte des Reisenden entfalten sich ganz neue Welten voller Möglichkeiten. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Ist das nicht aufregend? Oh, total. So. Ah, natürlich. Kleid 6. Sprich mit Kleid 6 im Turm. Meditation, Verbrennung. Okay. Wie kann ich denn das? Wir müssen mehr herausfinden. Wir müssen zwischen den Zeilen lesen. Schließe die Kampagnenmission ab, die du von empfohlene Power. Ich mach schon. Es gibt immer einen Weg. Doch er kostet. Wolltest du mit mir sprechen? Aber warum kann ich das nicht? Achso, sie haben kein. Spieler haben keinen Zugang zu dir. Was habe ich denn von dir erhalten? Komm schon, Hüter. Sei ja vorsichtig. Wenn du in eine Strafe gerätst, bin ich super traurig.
Keine Ahnung. Es gibt immer einen. Da Weg. Ist einer. Doch er kostet. Die sollen wir wahrscheinlich. Die sollen wir wahrscheinlich machen. Es ist alles ein bisschen komplizierter. Ganz schön viele Leute auf kaum. Hä? Da hinten. Das muss man dir doch mal sagen. Ganz schön verwirrend hier. Hallo, Kleitz. Oh, hey. Oh, hey. Weißt du, ich dachte immer, dass die Jäger nicht zur Vorhut passen. Aber ich helfe hier ganz gut aus. Die meisten Leute kennen nur Ikoras ruhige und bedachte Seite. Du hättest sie damals in ihren Schmelztiegeltagen sehen sollen. Wie damals, als Ikora und ich... vergiss es. Sie würde mich glatt umbringen, wenn ich dir das erzählen würde. Was ich wohl damit sagen will, ist... Vergiss nicht, Hüter. Die Vorhut steht hinter dir. Immer. Oh, da habe ich gerade selbst Gänsehaut bekommen. Schwänz. Alles klar, bis die Tage. So, jetzt machen wir hier hinten noch. Oberste Schiffsmeisterin. Wie gefällt dir mein neuer Laden? Sehr geil. Ich gucke manchmal nach oben und bin überrascht, den alten Hangar nicht zu sehen. Ach ja, nicht das erste Mal, dass ich wieder von vorne anfange. Immer nach vorne. So gefällt mir das. Apropos... Ich hoffe, du magst den Sparrow, den ich für dich gebaut habe. Was quatschst du denn noch mit mir? Na los, dreh eine Runde. Entschuldigung, musst du noch was trinken? Spüre das Universum, Labarababa. Labarababa. Frag einfach, Hüter. Ich hab bestimmt was. Stimmt. Das werde ich dir hören wollen. Okay. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Nein, das kann es nicht gewesen. Wenn wir die Leitung abklemmen, bleiben die südlichen Aufzüge. Da geht's nach unten. Ich kenne jeden einzelnen unserer Vögel. Die Schweißnaht wird keinem Angriff standhalten. Oh, der ist aber besser. So. Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir wieder dem Punkt folgen. Führt er mich hin? Da ist wieder eine. Ist ja echt so ein bisschen wie hier Schnitzeljagd. Ja, auch Leute. So, was will er jetzt von uns? Ich habe geholfen, diese Mauern zu errichten. Ich war stolz darauf. Und bin es noch. Doch Mauern schützen nicht nur, sondern halten auch gefangen. Das vergisst man nur zu leicht. Dies ist der Beginn eines neuen, goldenen Zeitalters. Laberababa. Und die Stadt ist überall, wo wir sind. Wir werden uns weiter hinauswagen. Wir werden uns dem Unbekannten stellen. Wir werden neue Planeten und eines Tages neue Sternensysteme entdecken. Und du, Hüter, du wirst uns anführen. Was? Ich weiß ja nicht. Ich bin raus. Weiter. So, da hinten können wir was
Der Ruf eines Hüters. Neu aktiviert den Gau wird bis sich die Stadt soll, doch es bleibt noch viel zu neu aktivieren. Mächtig fallen Wanden auf alten Welten. Finde legendäre Waffen und Rüstung um deine Kraft. Schließe Aktivitäten ab, um. Okay. Ich muss zu. Was kann ich für dich tun, Warlock? Leider nur eine Powerwaffe. Die neue Monarchie würde uns alle zu Tyrannei verderben. Bleiben die südlichen Anweisungen stammen vom Vollstrecker höchstpersönlich. Nicht zerlegen. Wieso kann ich sie nicht? Scharfschützengewehr. Exotische Waffe bereits ausgerüstet. Ach so, deshalb. Es kann immer nur eine... Die besten Kryptarchen graben und graben. Und eines Tages blüht der Garten. Es ist ja doof, dass immer nur eine ausgerüstet werden kann. So, jetzt sollte ich irgendwie... Erwähn die Dunkelheit nicht. Ich will davon nichts wissen. Okay, hier ist was Neues. Unglücklicherweise bringt uns der Sieg über die Rotlegion nicht die verlorenen Archive zurück. Manche Dinge haben doch ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Steigert deine Power, indem du Ausrüstung... Was stand da? Neue Meilensteine hinzugefügt. Neue Meilensteine hinzugefügt? Oh jo. Mal schauen, was wir alles noch so Schönes machen können. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen Content kommen. Wäre ja auch sonst langweilig, wenn nicht. Oder? Die Folge wird übrigens am Mittwoch kommen. Am Dienstag kommt auch den ganzen Tag Need for Speed. Was ist das denn hier? So, das ist dieser. Ist ja wieder mit der Steuerung hier zurechtzufinden. Sagen wir. Angebot und Nachfrage. Hey, lange nicht gesehen, ihr zwei. Dev, du hast nicht gesagt, dass sie in der Stadt ist. Miss Holiday und ich haben uns Vorräte von den Kabalen besorgt. Sie bleibt momentan im Hintergrund. Du markierst die Kisten, ich fliege sie raus. Kann's kaum erwarten. Okay. Da muss er lang. War klar, dass diese vierarmigen Banditen versuchen, uns zuvorzukommen. Das dürfen sie nicht schaffen. Schaffen sie auch nicht. Nun, ich schätze, eine Kiste ist besser als keine. Bist du bereit für den Teleporter, Amanda? Nicht so schnell. Ich schicke dir Koordinaten, die nicht weit von deiner Position entfernt sind. Die habe ich auch im Blick. Ich mache mich auf den Weg. Wer als letzter im Hof ankommt, ist ein Geächteter. Allerliebst. Ich mag sie. Fühlt sich irgendwie wieder total geil an, wieder hier im Spiel zu sein.
sind hier. Und wir haben Gesellschaft. Rotbäuche haben sich niedergelassen und jede Menge Geschütze aufgestellt. Schalte sie aus, ja? Was habe ich denn hier für Waffen? Wann habe ich diese Waffen? Wird da strange vor. Komm schon. Irgendwo eben ein Gelber? Sagen. Ist irgendwie gerade hart von allen Seiten. War. Irgendwas, eine Powerwaffe gefunden, okay. Okay. Tu mir den Gefallen und wirf ein Signal ab, ja? Ein leeres Gefallenendepot. Sie karren wahrscheinlich alles aus ihren alten Verstecken an, damit sie hier draußen überleben können. Was soll mir das jetzt sagen? Grünes Signal. Jetzt komme ich. Diese Vorräte sollten die Farm für eine Weile am Leben halten. Gut gemacht. Danke. Sekunde. Dev, siehst du, was ich sehe? Ja, noch ein Depot mit Vorräten. Aber die kommen mir irgendwie bekannt vor, oder? Diese zähnefletschenden Äthersäufer. Sie haben unsere Sachen geklaut. Was? Die Gefallenen haben uns also bestohlen, bevor wir gestohlen haben, was sie der Rotlegion gestohlen hatten. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ah, okay. Kann man machen. Dann kümmern wir uns mal drum. Achso, ich wollte mir die Powerwaffe mal da mal angucken. Warum kann ich die nicht? Muss irgendwas noch für die machen. Okay, ich muss zu Nessus zurück. Sichere das Depot. Miss Holiday macht sich sofort auf den Weg. Keine Chance, Dev. In diesen Gebäuden könnten sich Hunderte von Gefallenen verstecken. Ich warte, bis alles gesichert ist. Zweiklick. Hier ist nichts gesichert. Eher sehr ungesichert. Die Sache ist mir zu heiß. Ich habe auch keine Sichtlinie. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid stark, wie man so sagt. Was ist denn das für eine Waffe? Die ist ja cool. Die hört sich auch cool an. Die hört sich auch richtig cool an. Irgendwelche. Und sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Da kommen wieder welche. Oh,
Oh, das ist ein Laserstrahl! Ey, wenn ich den hab gedrückt halte. Wie geil ist die Waffe denn bitte? Was hast du jetzt davon? Die Waffe ist echt cool. So, 2 von 3. Eine Welle brauchen wir noch. Mal ein bisschen konzentrieren hier, sorry, dass ich gerade so ruhig bin. Der Himmel sieht klar aus. Ich bin zu euch unterwegs, um die Sachen abzuholen. Die Farm dankt euch. Gut gemacht. Sehr gut. Tu mir einen Gefallen und sieh nach, ob es noch Tee gibt. Er will Tee. So, Angebot und Nachfrage erledigt. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Wer denn in der nächsten Folge das hier machen? Erstberatung. Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier auf meinem Kanal bei Destiny 2. Vielen Dank, bis morgen. Was zum Teufel ist das? Ja, vielen Dank, bis morgen. Ciao.